Ja, Leute, weiter geht's. Ich glaube, meine Stimme ist immer noch Schrott. Vom Schreien. Was jetzt? Jetzt kommt wieder was Doofes. Oder? Kanes Knete. Knete. Ach so. Knete. Knete. Stopp die Limousine, bevor sie entwischt. Was? Oh Gott, nö. Oder? Fahr zur Villa und hol die Knete. Also das war jetzt leicht. Jetzt muss ich hier noch irgendwie rauskommen. Jawohl. Na super, jetzt fahre ich eine Limousine. Ich hätte den vorher lieber nicht so ramponieren sollen. Verdammte Scheiße. Well, that's me. Am besten wäre es, ich fahre. Bleiben wir erstmal hier bei dieser Strecke. Na, ich hoffe mal, dass mich die Polizei nicht stört. Sicht ist immer noch gearscht. Dumme Sonne steigt mir direkt auf Bildschirm. Bäh. Das muss ja auch mitten in der Nacht sein, ja? Toll, danke. Aber Moment mal. In so einer knappen Zeit? Wie soll ich das denn in so einer knappen Zeit schaffen? Ich glaube, ich starte noch mal neu. Ich meine, in so einer Zeit, das schaffe ich nicht. Und vor allem in so einem ramponierten Zustand. Ugh, zum Kotzen. Hoffentlich darf ich nicht wieder schreien. Das kommt nicht gut. Na komm. So. Jetzt genau gucken. Am besten ich bin mal auf diese eine Schiene. Wieso muss ich zum Teufel noch mal immer den falschen Knopf zuerst drücken? Oh je, nee. Na. So, jetzt aber. Hahaha. Oh boy, come on, pingelig. Uah, das war knapp, fast wäre ich gegen diese Laterne gekracht. Mann's, Straße ist scheiße. Man kann Straße und Bürgersteig nicht voneinander unterscheiden. Entweder liegt es an der Nacht oder an dem Regen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es ist scheiße. Ich weiß auch nichts anderes zu tun, als darum zu summen. Ich muss mich eher darauf konzentrieren.
konzentrieren, dass ich das Ganze nicht verpatze. Super, nicht in die Autobahn reingeraten. Jetzt. Ach, Junge! Mann! Jetzt komm schon, fahr du Pussy. Diesmal fahre ich direkt auf der richtigen Straße. Boah, Alter! Steig schon ein! Was ist denn dein Problem? Alter, du verschwendest meine Zeit! Verdammt nochmal! Sowas kotzt mich ja auch an. Nur wenn er sich so blöd anstellt, dass dann halt sowas kommt. Jetzt aber. Naja, aber keine Polizei, die mich nervt. Ein Vorteil für mich. Bestimmt kann man wieder was knacken hören. Tut mir leid. Ein dummes Headset. Wenn es auf meinen Schultern ist. Das ist der Nachteil an einem USB-Headset. Aber naja, wenigstens hat es sonst gute Qualität. Auch wenn ich selber vom Game fast wenig was höre. Oh Gott, ey, das war knapp, ey. Da passe ich einen Moment lang nicht auf, ey. Sollte ich die Klappe halten, während ich fahre. Aber das kann ich ja nicht, denn es ist mein Job als Let's Player. Und wenn nachher vom Schreien zum Beispiel meine Stimme wehtut, es ist mein Job. Ich muss dem nachgehen. Und jetzt fahr schneller, du Pussy! Klar, wieder mitten auf der Straße parken. Bei der letzten Mission habe ich mich schon da so wahnsinnig vorn aufgeregt. Ich meine, wie kommt man denn bitte schön auf die beknackte Idee, mitten auf der Straße zu parken? Och, Junge! Mann! Das ist ja auch mal wieder voll zum Kotzen! Super, jetzt durfte ich also doch wieder schreien. Vielen Dank auch, dummes Zeitlimit! So, jetzt aber schnell. Wo muss ich genau hin? Das ist ja... Ah! Einfach rein. Fertig. Super. Da sind sie mal nicht pingelig. Einfach rein und fertig. Vielen Dank. So, kriege ich jetzt die Knete, Alter. Dinheiro vai para falado, hein? Onde está o Henrique? O que está acontecendo? Venha cá, é o motorista do Caio. Mach, dass du da rauskommst. Oh nee, come on! Was ist denn das wieder? So ein Kotzen. Darf wieder eine Verfolgungsjagd daraus werden. Super Leistung, ey. Ihr könnt mich mal. Hm.
hat sich ja auch für die Pest. Da erinnere ich mich auch immer an die eine Szene von den Simpsons, wo Mel Brooks als Stargast kam. Wie er auch so erzählt, dass selbst die Höhlenmenschen Nationalhymnen hatten. Jede Höhle hatte eine Nationalhymne. Und die von seiner Höhle war: Alle Höhlen sollen zur Hölle fahren, außer Höhle 75. Vielleicht auf die 75 richtig ist, aber egal. Ich finde das Lied geil. Alle Höhlen soll zur Hölle fahren, außer Höhle 75. Hier könnte man das eigentlich auch singen. Ich habe sie abgehängt. So, jetzt aber. Hahaha. Miep! Bravo! Haha! War mir ein Vergnügen, Maestro! Und ich kann's immer nur wiederholen. Alle Höhlen soll zur Hölle fahren, außer Höhle 75! Kurze Pause, dann geht's weiter. Sehr geil! Und alle Höhlen soll zur Hölle fahren, außer Höhle 75.